Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Montagmorgen. Einen wunderschönen neuen Wochenstart euch allen. Ja, ich bin schon mal wieder auf dem Weg, den Tucano hier zum nächsten Feld überzusetzen. Ist ja nicht weit, dort sind wir schon. Haben wir denn für dieses wunderschöne Feld in den Kurs? Normalerweise schon, ne? Es ist die 86. Oh, war das schon. Ja, ist die 86. Gut. Was habe ich noch gewusst? Dreschen. Zack. Zack. Oh, da sind wir sogar am richtigen Point schon. Wenn wir den hier gleich ansetzen können. Dann müssen die auch noch umstellen. So. Ja, okay, fährt richtig. Gut. Und, warte, wo kann ich es euch zeigen? Hier kann ich euch kurz zeigen. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe alle Kurse sortiert und eingeordnet. Nach Ewigkeiten habe ich es geschafft. Freut mich tatsächlich sehr. Und ich habe auch die... Wo sind sie drin? Hier, ne? Genau. Die LSFM Big Bag Säcke, die größeren, mit reingenommen. Da gibt es auch Schweinefutter. 2000 Liter für nur 1000 Euro. Das ist natürlich eine viel besserer Preis. Also wir anstatt die wir hier mussten wir zahlen 1000 Liter im Inhalt 1000 Euro. Vielleicht bei allen so bis auf bei Kalk. Ja genau, bei Kalk Big Bags, denn Kalk ist nicht so teuer. Sind aber hier 2000 Liter drin und 450 Euro, die zwei sind gleich, da ist dann wurscht welchen man kauft. Die anderen, jetzt kann ich sehen, die dann teurer. Ne, sind gleich geblieben. Haben aber 1000 Liter mehr Füllvolumen. So. Deshalb werden wir uns von dem wunderschönen Teil hier auch nochmal zwei Stück kaufen. Einmal. Zweimal. So. Das passt nämlich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, der Fan ist noch bei. Der braucht noch ein bisschen. Immer Radio. Ja. Das passt, glaube ich, eher. Wieso? Kann man das mal kurz erklären, wieso da ein Pickback im Anhänger drin liegt? Ich bin ja gestern zwar mit dem Pickback rangefahren für das Thumbnail machen, aber ich habe das da nicht reingeschmissen, ne? Gott, wie kriege ich denn das Teil da wieder raus? Ja. Aber ich würde es... Wieso kann ich mit dem Frontloader... Du Gott, ja. Ich habe auf jeden Fall das Big Bag. Aber. Genau. ich glaube, das ist ein bisschen weggeflogen, ne? Wartet. Wir holen das jetzt mit der Hand. Ich habe keine. Ich weiß nicht, ob es nicht will oder. So, da liegt's. Ich habe natürlich das wunderschöne Teil wieder nicht an. Wartet. Sag so. Komm mit. Kann ich dich eigentlich. Nee, komm. Gut. So. Das legen wir so hin, dass wir es eigentlich direkt aufnehmen können mit der Gabel. Ja, so. Bisschen runter. Ja, wir haben es eigentlich schon, ne? So, richtiger Gang drin. Und dann fahren wir da mal drüber. Ah! Geklippt. Ja, das ist natürlich eine fröhliche Nachricht. Das nicht. Warte. Ha. Jo, du Kollege. Du drückst den Reifen bisschen unangenehm gegen den Baum. Was? Wieso ist er denn hier reingefahren? Oder kommen wir hier überhaupt wieder raus? Warte mal. Baum, dann nochmal ein Baum. So. Ach, noch ein Baum. Oh Gott. Wie hat er das Ding geschafft, Alter? So. Jetzt. Der Kollege, wo wollte der hin? Ach, der wollte dahinter, ne? Safe wollte der dahinter fahren. Warte, muss ich kurz gucken, wie denn hier die Kurse laufen. Ups. So. Weiß nicht, ob es so stand, die. Glaub, warte. Ja, das muss so gestanden haben. So. Ist das hier? Ja, das ist so richtig, okay. Ja, genau, der wollte da irgendwie drehen, um auf diese Spur hier zu kommen wieder. So,
So, Kollege, habe ich dir kurz helfen müssen, aber jetzt scharfschuss, ne? Ja. Sieht gut aus, aber wir machen zack, zack, zack. Passt. Da waren wir. Was hört man denn hier? Ach, den Drescher hört man. Stimmt, genau. So, wir haben hier noch einen Pickel rumstehen. So. Passt. So. Ein bisschen zurück. So. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn noch Platz in dem Anhänger drin? Keine Ahnung. Aber ja, jetzt haben wir nur noch die großen. Ich war gerade, ich habe mir gerade ein bisschen gedacht, ich habe das falsche gekauft, aber weil es blau war, aber es ist alles gut. Kollege, du brauchst nicht wackeln. Will ich eigentlich nur. Ja, und hoch. Oh, es geht. Perfekt. Nur aufpassen. Weil. Oh Gott. Bei dem Alu-Frontlader habe ich vorne keine Stoß, keine Schlag. Wie sagt man denn dazu? Kein Rammbügel dran. Ich sage doch. Oh, das ist natürlich problematisch. Ja gut. Wie kriege ich denn jetzt den da drin? Gerade kann ich den an. Ah. Ist. Ja. Das war so geil. So. Bisschen rumgefüllt. Ich hänge. Na. So. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Oh. Wo sieht die jetzt? Entstehen. So. Hm. So, ich hebe jetzt einfach. Habe ich noch immer das Handsymbol? Okay, geht noch gut. Ne, ich habe es nicht kaputt gemacht. Wunderbar. Das heißt, ich muss da ein bisschen drüber hieven, helfen. Ansonsten funktioniert das nicht so. Wie das sollte. Kameraposition. So. Zack, hoch der Teil. Aber ja, ich weiß, habe ich vorhin zu Ende geredet? Ja, auf jeden Fall diese Stoßstange. Oder diesen Anfahrschlagschutz hat er auf jeden Fall nicht dran, der Alu. Den hat nur der Stoll. Also im Maless hier. In echt weiß ich es gar nicht. Wird er wahrscheinlich auch so sein. Hallo? Hat doch vorhin auch funktioniert. Komm schon. Komm schon, Mäuschen. Geh drüber. Nee, will dann schon. So, wie es sollte. Kollege. Noch ein bisschen. Mann. Komm. Alter. Die sind aber ganz schön hier. Warte mal. So, ich weiß nicht, ob es besser war. Jetzt so nah ranzufahren, aber komm schon, der letzte Bückweg will nicht rein, das kann doch nicht sein. Vielleicht muss ich wieder gerade ranfahren. Ja, wenn das immer so ist, muss man gucken, ob ich mir dann hier eine Rampe drin platziere. Jetzt bin ich, so bin ich jetzt drüber gekommen. Egal, keine Fragen fragen. Aber ich muss den Pickpack wieder irgendwie ein bisschen hochheben. So. Alter, nach der Aufdruckung erstmal ein kühles, schönes Red Bull. Gott. Ah. Der ist gerade irgendwie ein bisschen weggepackt, da keine Ahnung wohin. Oh, jetzt geht über ein gutes, kühles, schönes Red Bull. So, ich habe keine Ahnung, wie viel wir da drin haben, deswegen kuppeln wir ganz kurz mal an.
Aber das wird den Schweinen auf jeden Fall eine Zeit lang reichen. Und ja, ich habe tatsächlich herausgefunden, dass anscheinend tatsächlich mit dem Zeug hier gescheitert hat. Weil jetzt haben wir tatsächlich wieder 100% oder 99% Produktivität. Ich hoffe mal, das hält sich auch so, weil wir kommen jetzt auch ein bisschen mit Nachschub. Um den Ducano wollen wir uns auch noch kümmern. Eieiei. Ich muss tatsächlich, muss da mal, ja, 10.000 Liter haben wir drin, ist doch nicht schlecht. Genau, ich wollte sagen, wir müssen uns mal drum kümmern. Ich guck mal, ob wir hier uns irgendwo so eine Rampe, wie wir an der BGA schon haben, irgendwo hin platzieren können. Weil wir können ja nicht dauerhaft das so regeln. So, Gott, ist schon holprig hier. Eieiei. Anhänger ist noch dran, passt. So. Ging es hier schon runter? Ich glaube schon, ne? Ja. So, keine Sorge, wir kümmern uns gleich um den Drescher. Ich will nur noch schnell die 10.000 Liter Schweinefutter da reinkippen. So. Moinsen, Jungs, ich habe da mal ein bisschen was mitgebracht, ne? So. Oh, da fließt das rein. Mit dem Schweine von. Oh, da kommt schon. Die Bertha. Ne, ich nenne sie Isabelle. Bertha ist nicht gut. Oh, da kommt sie. Die zweite auch noch. Oh, die freuen sich. Warte. So wenig ist? Ja, gut, ne? Aber wieso sind hier 5? Ich habe 10.000 Liter mitgebracht. Wieso sind hier 5 und hier 2? Das verstehe ich jetzt aber nicht, ne? Gut, muss ich auch nicht. Oh, wir haben schon. Alter, die produzieren gut. Die haben schon 1000 Liter mischt und fast 2000 Liter Gülle. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns irgendwann mal um den Dünger und Dünger mischt und Güllefass kümmern. Also Miststreu und Güllefass. Weil der Herr, ja. Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit. Ich will sie eigentlich nicht verkaufen. Die Gülle und die Müll. Ich muss mal gucken, wie der Preis ist, aber ich glaube, dass es nicht akzeptabel ist. So, gut, passt. So, ich stelle jetzt einmal ganz kurz hier hin. Ah, hier hinten ist auch noch so ein Mischlagerplatz. Okay, gut. Das heißt, die Kanne mischt der da. Moinsen. Oh. Vielleicht ist es noch von den anderen ein bisschen was hier. Gut, das passt eigentlich. Dann haben sie auch ein bisschen was zu fressen. Und hier. Genau, der landet hier, der mischt. Und wenn er mal voll ist, kann ich da drüben reinkippen. Ist doch perfekt. Wieso hier Benzinkanister stehen? Frag mich nicht, ne? Und wieso der in der Wand steht? Keine Ahnung. Gut, muss ich aber auch nicht wissen, ne? So, wir gucken jetzt Steier. Da ist er. Weil, mit dem wunderschönen Kollegen, wenn wir jetzt kurz zu Karl. Warte, sorry, Leute. Oh, Nase hat gekitzelt. Oder gejuckt. Ja, genau, mit dem hohen Stück werden wir jetzt den Ducano abfahren. Der vordere, weiß gar nicht, ist es denn? Ist es ein. Ich glaube, es ist ein 10. 15 Tonner? Kann das sein? Ich glaube, es ist ein 15 Tonner. Oder 18? Ich glaube, es ist ein 18 Tonner ist es. Ansonsten tut es mir leid, aber soweit ich weiß, gehen 18.000, 17.000 irgendwas rein. So, Kollege, wir sind da. Ja, ja. Bremsen. Ach nee, jetzt sind wir zu weit zurückgefahren. Oder war es jetzt zu weit zurück, zu weit vor? So. Passt. Ja, die Krümelch. Nee, oder? Nee, das lohnt sich nicht. So, ich werde jetzt tatsächlich gleich. Wartet, genau, stimmt. Der Kollege ist fertig, das ist wunderbar. Das heißt, wir können da. Ah, der hat schon ausgeklappt. Das ist vornehm. Da hat er den kurzen Hänger im Wald wieder gut gemacht. So. Zack. Denn wenn wir das Teil jetzt, nee, wir können es noch nicht zurückgeben, denn wir haben ja noch andere Felder mit, oder anzusehen mit Mais.
Das heißt, ich war jetzt ganz, ich hätte es jetzt gerade fast zurückgegeben, ne? Eieieiei. Ich wag's, Leute, ich wag's. Ich fahr durch den Wald durch. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war oder ist. Aber ich fahre einfach mal durch. Guck einfach nicht nach hinten, dann ist, glaube ich, alles gut. Ich sehe es nicht in der Rückspiegel. Haben wir es noch dran? Ja. Ich muss jetzt nur... Ah, stimmt. Ich brauche den Johnny jetzt wieder, ne? Zum Gruppern. Stimmt. So, warte. Wir lassen den Kollegen hier mal ganz kurz stehen, weil wir brauchen jetzt erst da den Kollegen hier. Weil wir düngen jetzt da gleich noch... Warte mal, geht das? Ja, das geht perfekt. Haben wir den Kurs noch da? Jo, Hammer. Das müsste eigentlich das sein. Nein, das ist der falsche. Das ist der falsche. Ja, nee, wir haben noch gar keinen Komplettkurs düngen, ne? Nee, haben wir noch nicht. Gut, den werden wir jetzt erstellen. Kursgenerierung. Ja. Vorgewählte reicht ein. Ja, reicht eines. Passt. Ups. Oder eigentlich so. Ja, Kollege, dann wünsche ich dir viel Spaß. Stopp, warte. Doch, bist richtig eingestellt. Gut. Der macht es, das heißt, wir speichern den Kurs mal. Düngen unterstrich Feld 81. Passt. Den ordnen wir jetzt auch gleich mal ein. Hier Düngen Feld 81 zur 81. Da, wenn ich das gleich immer mache, dann staut sich das nicht so an wie beim letzten Mal. So. Wie steht da? Schnappen wir uns den gleich wieder. Ein Stückchen passt. Und dann fahren wir nochmal hoch. Oh. Wäre, glaube ich, echt ein bisschen ungünstig gewesen, wenn wir da am. Aber ich glaube. Ich glaube, der Pfosten hätte es nicht überlebt. Ich glaube, der hätte der Gruppe hätte mitgenommen, ne? Aber der ist schon, ich glaube, der ist robuster gebaut als wie der Zaunpfosten. Außer der Zaunpfosten ist natürlich. Nee, dann hätte er eigentlich umbauen. Oder umgebogen. So. Für die Hochdeutschen unter uns. So, lassen wir den mal runter hier. Ich glaube, wir haben hier schon den Kurs für, oder? Das ist die Nummer 80. Nee, stopp, warte, das ist die 85. Passt. Düngengruppe. Doch, da haben wir eine Gruppe an. Und wieder. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Perfekt. Ja, der macht es. So, hier waren wir zuletzt stehen geblieben. Mal kurz gucken, haben wir noch irgendwas sojabohnentechnisch im Lager? Nö, haben wir nicht. Das heißt, wir können jetzt das gespannt verkaufen gehen. Jetzt war ich eigentlich schon drin, jetzt muss ich mal gucken. Wo gibt es den besten Preis? Beim Landhandel 1500 Euronen. Landhandel ist wie immer hier unten, neben der Kalkstation. Das heißt, hier kann ich da runterfahren? Glaub schon. Ich glaube, da komme ich runter. Dann hier, dann hier und dann hier. Passt. Gut, ansonsten gehen wir jetzt ein bisschen auf Entdeckungstour. Aber ich glaube, dass man da vorne runterkommt. Ansonsten hier gibt es auch irgendwo Wege drin, also. Ich glaube, daran dürfte es nicht scheitern. Ja, genau, hier geht es nämlich nicht runter. Gut, dann machen wir jetzt hier einfach den Weg. Ich glaube, es wäre nicht so gut mit zwei komplett vollen Anhängern. Quer durch den Wald zu fahren. Aber, hier haben wir schon wieder einen Weg. Perfekt. Und, ja, Leute, es wird leider wieder so sein, dass. Bin ich hier richtig? Ja. Dass die Gemeinderate für nächste Folge leider wieder ausfällt. Es tut mir leid. Aber, ihr wisst, es ist wahrscheinlich bei euch auch so. Ich hab's mitgekriegt. Es ist Hexensaison momentan. Das heißt, komplette Stress. Man muss die Felder runterkriegen. Und ja, das heißt, wir haben dazu leider keine Zeit. Ich muss mal gucken, nächste Woche. Weiß ich nicht, ob es da schon durch ist. Ansonsten. Könnte schwierig werden. Muss mal gucken.
Also diese Woche fällt es auf jeden Fall aus. Da werden wir es halt dann wahrscheinlich wieder so machen. Wenn ihr darauf Bock habt, dass ich wieder zwei Folgen am Tag von Stappenbach bringt, an den Tag, wo eigentlich Gemeinderade kommen sollte, dafür halt eben dann eine zusätzliche Stappenbach-Folge bringe, dann ist das wieder ausgeglichen. So, 34.000 haben wir dafür gekriegt. Ja, ist doch gar nicht schlecht. Haben wir wieder 72.000, das ist doch so ansehnlich. So, den Kollegen lassen wir noch rausfahren hier. Und dann kommen wir jetzt auch raus, passt. So, dann heißt zurück zum Hof, das Gespann waschen und dann zurück in die Halle damit. Komm, ich fahr jetzt hier rum. Passt. So, nach vorne wieder runter. Kommt nichts, passt. So, ich fahr jetzt hier grad hoch, oder nicht, fahr hier lang. Dann hier, weil da kommen wir auch hoch. Baum. Das war dann doch falsch, weil wir kommen hier nur wieder auf den Hauptweg. Aber da oben ist unser Feld, ne? Ja, genau. Das heißt, ich fahre jetzt hier. Und dann hier. Also bin ich halt eben hier, aber gut. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe drauf gefunden. Gut. So. Haben wir hier irgendwas zum Wegfahren? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir können den eigentlich zurückbringen. Oder was heißt zurückbringen? Zurück zum Hof, meine ich. So, bremsen. Komm, warum? Ja, geht. Gut, geht, passt. Dann waschen wir das Gespann nochmal ab. Oder? Nee, ist eigentlich relativ sauber. Auf jeden Fall die Anhänger der Traktor oder der Steuer, ja, wieder auch noch. So, aber der würde jetzt dann gleich wieder zum Einsatz kommen. Vor das Mittelspann. Warte mal. Zack. 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 Passt. Vor das Mittelspann. Eigentlich vor das Mittelspann, aber für die Wiesen Bearbeitung würde dann in Einsatz kommen. Das heißt, wir stellen uns mal hier hin. So, da stört er nämlich keinen, wir müssen nicht rein momentan. Passt. Der 6M ist fertig, das ist natürlich wunderbar. So, Kollege, dich kann man jetzt nämlich gleich hoch. Ey, da ist er. Kollege, das geht aber so nicht. Das sind zwei Bahnen, die wohl nicht gedüngt sind, oder geht das nicht zu düngen? Doch. Keine Ahnung, wieso er die jetzt stehen gelassen hat. Aber wir können vielleicht den Düngerstreu auch mal wieder reparieren. Vielleicht hat er nicht mehr die komplette Wurfbreite. Das wundert mich eigentlich schon, dass er hier so Stellen stehen gelassen hat. Hier kann man nicht düngen. Gut. Aber das hier geht auch zu düngen. Ja. Das ist in der Mitte. Ja, okay, das verstehe ich, wenn wir das irgendwie umgepflügt haben, keine Ahnung. Wieso es dann halt eben nicht geht, weiß ich auch nicht. Aber die Streifen hier. Naja gut, brauche ich mir nicht weiter den Kopf darüber zu brechen, ich komme eh nicht drauf. So, dann werden wir den jetzt gleich mal hoch. Ich wollte den jetzt eigentlich schon gleich hochfahren, aber der Premium ist ja glaube ich noch nicht so weit, ne? Ne, da braucht man ein bisschen. Hier geht's hoch. So. Drüber hier. Aber ja, genau das werde ich jetzt gleich nochmal machen, und zwar den Fendt auffüllen. So. Immer aufpassen, damit wir jetzt nicht reinfallen, weil da steht irgendwo da oben. Hinter der Kuppel. Ah ne, steht noch ein Stückchen weiter vorne. Okay, gut. Ja, da braucht man ein bisschen. Das heißt, ich werde den 6M jetzt erstmal hier drüben stehen lassen. Damit den werde ich dann gleich danach nochmal drüber düngen.
Ja, ich werde jetzt erstmal den Drescher aufräumen. Weil, nee, wobei, warte mal. Wir können eigentlich noch mal Mission, genau. Mission gucken. 8000. Ist ja wieder so was hier, ne? Mal gucken. 3000, ja, nee. Ja, sowas wie, sowas können wir nicht machen, weil wir haben das Gebiss dafür nicht. 3000 im Jahr, Gucken, gibt es noch was Besseres? Nee, ne? Ja, wenn wir da ein paar annehmen, da kriegen wir schon noch ein bisschen Geld zusammen. Also, so ist nicht. 144, wie groß sind eigentlich die Felder? Da. Ja, das geht ja nicht voll klar, ne? Ach, weißt du was? Ich weiß es nicht, ob es gut ist. Aber ich mach's einfach. Annehmen. 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 Okay, passt gut. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 6 Missionen am Laufen, wenn ich mich nicht verzählt habe. 3, 6, nee, passt. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber es ist doch ganz gut Geld ein bisschen was, ne? Also 10.000 werden es doch sein. Die zwei sind 5.000. Oder ich nehme die zwei, dann lässt sich Rechner leichter rechnen. Sind wir bei 6.000. 10.000. 12.000. 14.000. Ja, 14.000, also das ist nicht schlecht, ne? Wir werden jetzt gleich mal bei der 133 anfangen. Wo ist denn die 133? Die wird irgendwo hier unten sein, ne? 23, 130. Bin ich nicht allzu weit weg. Leute, hat einer die 133 gesehen? Hier ist die 130, die kann auch nicht weit weg sein. Sag mal, wo ist die? Da ist sie. Wow, das ist aber schon ein krasser Sprung. Hier ist die 130, denkt man, die folgt hier irgendwo, aber nee, die ist da oben. Die ist gar nicht weit weg, das geht eigentlich voll klar. Gut, da werden wir aber dann erst morgen hinfahren, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, reichlich über der Zeit, wir haben schon 28 Minuten. Aber mir hat es nicht gestört, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und da darf ich mich wie immer fürs Zuschauen bedanken. Und ja, ansonsten sehen wir uns. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, meine Rade fällt wahrscheinlich für nächste Woche aus. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ich werde das gespannt. Wahrscheinlich, ja, ich werde jetzt waschen, zum Hof fahren, dann kurz mal drüber reparieren, dass wir nächstes Mal gleich direkt durchstarten können. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ja, da melde ich mich nochmal ganz kurz zurück. Ich habe ihn auch im Schnitt, wo ich jetzt gerade hier drin bin, gemerkt. Junge, was hast du falsch gemacht? Es ist Montag und nicht Sonntag. Sorry dafür, aber ich nehme das am Sonntag auf. Deswegen, im Gehirn muss ich da ein bisschen dran denken. Ne? Das ist falscher Tag. Gut. Ja, dafür wollte ich mich nochmal schön entschuldigen. Es ist Montag, da wünsche ich allen einen wunderschönen Montag. Ja, und dann macht es gut. Bis morgen. Ciao, ciao. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.